Herzlich willkommen zum neuen Video hier von Kanal Herrn96. Ja, 4:0 gegen Norderstedt, das war ein tolles Spiel im DFB-Pokal, darf man auch nicht überbewerten, aber ein richtig guter Sieg, ein gelungener Sieg, ein Brustlöser für Hannover 96, das gibt Selbstvertrauen für den Liga-Alltag, sage ich jetzt mal, in der zweiten Runde ein absoluter Pflichtsieg. Bin sehr zufrieden auch mit der Spielweise, so wie ich das gesehen habe in den Highlights, ich habe nur die Highlights geschaut, die Tore richtig schön rausgespielt, dann noch ein paar Kaiser hat einen Pfosten geschossen, hätte eigentlich drin sein müssen. Und noch ein paar weitere Chancen hatten sie wohl auch. Norderstedt zugegebenermaßen hatte auch ein, zwei gute Chancen. Mit ein bisschen Glück hätte Norderstedt auch ein Tor schießen können. Norderstedt an sich gar nicht so schlecht gespielt. Aber 96 natürlich total verdient gewonnen. Braucht man gar nicht drum herum reden. So viel brauche ich heute gar nicht sagen. Nur, dass es mir gut gefallen hat, die Highlights, die ich gesehen habe. Die Tore richtig schön rausgespielt. Durch zwei, durch Marvin Ducksch, eins durch Muslia und 1 durch Philipp Ox, nämlich das 1-0 von Ox, 2-0 durch Ducksch, 3-0 durch Muslia oder 4-0 Ducksch. Es war ungefähr 63. und 65. Minute, kann auch umgedreht sein. Auf jeden Fall hat Ducksch noch die Vorlage für Muslia gegeben. Ich glaube, Muslia hat das 4-0 gemacht und Ducksch hat 2 Tore gemacht. Einen Lupfer und einen sonst richtig guten Elfmeter. Und Ox hat auch ein richtig sehenswertes Tor geschossen. War ein gelungener Auftritt, war gut, mehr auch nicht. Nicht überbewerten, nicht unterbewerten, richtig einordnen. Das wird Zimmermann machen. Gutes Interview noch im Spiel, was ich gesehen habe in den Ausschnitten. Ja, jetzt müssen wir das auf die Liga übertragen, auf das Dresden-Spiel, auf das Heidenheim-Spiel. Das sind wirklich die richtig wichtigen Spiele. Natürlich, DFB-Pokal muss mal weiterkommen in die zweite Runde. Hat man getan. Jetzt, vielleicht gibt es auch mal ein richtig interessantes Los. Vielleicht auch mal ein Heimspiel im DFB-Pokal. Aber das war die Pflichtaufgabe. Ist gut. Ja, das war's mit meiner Kurzanalyse, kurz nochmal zusammengefasst. Gutes Spiel von Hannover 96, gibt's überhaupt nichts zu meckern. Ordentliches Spiel von Norderstedt für die Möglichkeiten, die sie haben. 4-0 gewonnen, passt, kann man abhaken, weitermachen, genauso weitermachen. Gibt Selbstvertrauen, war ein Brustlöser. Ja, muss man auf die nächsten Spiele übertragen. So kann es laufen, auch von der Kreativität war gut. Ja, auch von meinem Rausspielen der Tore hat mir gut gefallen, jetzt keine... Nur Standardtore waren es jetzt nicht. Ein Standardtor, drei sonst gute Tore. Ja, das war's mit dem Video. Lasst einen Daumen nach oben da, falls es euch gefallen hat. Schreibt einen Kommentar. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare. Abonniert den Kanal, falls es euch gefallen hat. Schönes Wochenende und ciao.